Hallo Internet und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. Ja, zunächst einmal muss ich mich bei euch entschuldigen, denn die letzten drei Teile meiner Let's Plays von Batman hier hatten ja leider erhebliche technische Schwierigkeiten. Ich habe versucht, das Ganze so gut wegzueditieren, wie es mir möglich war. Nur das Problem ist, ich check ja nicht bei jedem Let's Play, das ich mache, automatisch nochmal die 20 Minuten, die ich aufgenommen habe, ob da irgendwelche Fehler drin sind. Vor allem nicht, wenn 12 Teile vorher alles glatt gegangen ist. Das Problem war, glaube ich, dass ich angefangen habe, während des Aufnehmens der Gameplays halt auch noch gleichzeitig Gameplays zu rendern, die ich dann halt auf YouTube hochladen wollte. Und ich glaube, da habe ich ein bisschen meinen PC überschätzt. Ja, und anders kann ich mir das nicht erklären. Aber jetzt bin ich ganz brav und mache das nicht mehr, sodass auch keine Fehler mehr entstehen können. Und ja, wir legen erstmal direkt wieder weiter los. Ich wusste gerade nicht genau, wie weit ich zuletzt gespielt hatte. Ich dachte, ich hätte das schon eingesammelt gehabt. Aber hatte ich anscheinend noch nicht. Jedenfalls lag hier ein Tonband, was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Und deswegen hören wir uns das nochmal an. Das war wieder von Poison Ivy. Denn ich meine, das haben wir noch nicht gehört. Wo ist Dr. Kellerman? Woher soll ich das wissen? Es erscheint fahrlässig, dass Sie ihn verloren haben. Ich habe keine Zeit für Ihre Spiele, Miss Isley. Sagen Sie mir, wo Sie ihn haben. Wir haben Sicherheitsbänder von gestern Abend, die Sie und er Ihre Zelle verlassen. Und? Soll ich es buchstabieren? Wir wissen, dass Sie ihn hypnotisiert haben oder was Sie auch immer tun. Wir wissen, dass er Sie irgendwohin mitnahm. Aber die Sicherheitskameras auf der ganzen Insel waren um 3 Uhr früh von Blumen und Laub bedeckt. Wo ist er? Sagen Sie es mir! Ich sage kein Wort, bis Sie genau das tun, was ich Ihnen sage. Ja, kleiner Control-Freak, würde ich sagen. Ich muss mal schauen, wie müssen wir jetzt lang. Ach ja, genau, wir müssen ja hier im Vogelhaus so ein paar Leutchen befreien. Bevor ich weitergehe, sehe ich aber hier schon wieder etwas, was verdächtig aussieht. Oh. Constance Arkham, my dear wife, the first lady of Arkham, Mad Dog. Und der Kopf ist ab. Okay, anscheinend bekomme ich keine Charakterbiografie. Aber jedenfalls, ich weiß gar nicht, ob wir in den Arkham... Doch, von den Amadeus Arkham-Tonbändern haben wir schon so viel gehört. Amadeus Arkham war ja der Gründer der Anstalt. Und er ist später selber verrückt geworden und wurde dann zu einem Insassen. Weil ein gewisser Mad Dog seine Familie umgebracht hat. Und ja, hier sehen wir halt die Statue seiner verstorbenen Frau. Und darunter hat der gute Mad Dog seine Initialien eingeritzt. Auch wieder ein nettes Detail. Es gibt keinen Schrank im Garten, also nimmt stattdessen jemand das Dach. Okay. Hilf mir! Hilfe! Holt mich heraus! Hör zu! Die Fledermaus kommt! Wenn du sie siehst, schick die nervenden Äpfel zur Hölle! So heißt doch das Ding da unten, oder? Ja, mit denen geht's bergab. Gut, und denk dran, wenn du hörst, dass eine Manschette Alarm auslöst, ist Batman hier. Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. Okay, das sieht doch schon mal echt schlecht aus für uns eigentlich. Also wir sehen jetzt hier, sind die Geiseln. Und sobald ich anfange, die Leute auszuschalten, merkt der Typ hier oben, dass was nicht stimmt. Und dann jagt er die Geiseln zur Hölle. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen müssen wir jetzt ganz behutsam vorgehen. Und suchen uns erstmal einen Weg, um nur dem Typen mit dem Knöpfchen auszuschalten. Ich weiß nicht genau, wo ich hier jetzt rauskomme. Keine Chance, keine Chance. Oh, ein Tonband. Wir haben ihn gefunden. Auf
so soll's ihm anders ergehen. Ihr Menschen ignoriert doch, was vor euer aller Augen geschieht. Ich lehne es ab, das Wohlergehen der Pflanzen über das der Menschen zu stellen. Und deshalb verlieren Sie. Es passiert mehr, als Sie sich vorstellen können. Alles ist miteinander verbunden. Ja, das ist meine Ansage. Ich glaube, Greenpeace wäre der richtige Verein für Sie. Da geht's auch nicht lang. Nein, da muss ich nochmal einen anderen Weg finden hier. Ich darf jetzt nicht riskieren, gesehen zu werden. Wäre kontraproduktiv für unsere ganze Unternehmung hier. Aber das war dann, glaube ich, nicht der richtige Weg. Kann ich hier vielleicht lang? Ah, natürlich. Hier wartet wieder ein schönes Gitter auf uns, das wir entreißen können. Vorsichtig das Gitter da weg. Dann schauen wir mal. Ah! Das war nicht beabsichtigt. Macht aber auch nichts, wenn uns doch keiner bemerkt. Auch der Kollege hier nicht. Ja, zum Glück ist Batman halber Ninja. Will, dass er gestoppt wird. Ich kümmere mich drum. Ja, natürlich möchte Joker das, aber du erscheinst mir da jetzt irgendwie so ein bisschen störhaftig. Ich könnte ja hier mal den Schallbattering ausprobieren. Vielleicht kann ich ihn jetzt, wenn ich den Schallbattering hier auf den Boden werfe, dazu bringen, dass er runterläuft, um mir den Weg da frei zu machen. Ich habe jemand anders angelockt. Ich weiß, du bist hier. Lass sie fallen, Jungs! Ach nein. Tut mir leid, doch. Kacke. Schaut. Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Warum auch immer Batman sofort sterben sollte, nur weil zwei unschuldige Menschen gestorben sind. Aber gut, jetzt wissen wir ja, wie man es nicht macht. Helft mir! Hilfe! Holt mich heraus! Hör zu, die Fledermaus kommt. Wenn du sie siehst, schick die nervenden Ärzte zur Hölle! So heißt doch das Ding da unten, oder? Ja, mit denen geht's bergab. Kann man das eigentlich skippen? Nee, anscheinend nicht. Gut, und denk dran, wenn du hörst, dass eine Manschette Alarm auslöst... Ja, doch, mit Kreis. Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. So, diesmal machen wir das Ganze anders. Joker will, dass er gestoppt wird. Ich kümmere mich drum. Ich denke, wir müssen da einfach lang gehen, wo der Weg gerade war. Weil ich weiß nicht, wo es sonst lang geht. Ganz schön viel Vogelscheiße hier. So, jetzt schauen wir mal, ob wir nicht vielleicht einen anderen Weg finden. Aber so wie das für mich aussieht, ist das der einzige Weg, der da lang führt. Da hoch zu ihm, weil... Aber da liegt immer noch das Tonband, das ich nochmal aufsammeln muss. Hoffentlich vergesse ich das gleich nicht wieder. Also, was ist denn für einer? Kann ich ihn scannen? Ja. Ah, Killer Moth. Drury Walker alias Cameron Van Clear war ein erfolgloser Kleinkrimineller, der in die Rolle des Superschurken Killer Moth schlüpfte, um den Gangstern von Gotham seine Dienste anzubieten.
Trotz seiner Kokon-Waffe und anderer ausgeklügelter Hilfsmittel muss er sich Batman allerdings in schöner Regelmäßigkeit geschlagen geben. Ja, wer hätte es anders gedacht bei jemandem, der solch beschissenen Strumpfhosen trägt. Batman Nummer 63, März 1951. Ich muss auch zugeben, den Kerl kenne ich gar nicht. Noch nie irgendwie in einem Comicbuch gesehen. Ruhmsüchtiger Verkleidungskünstler, geschickter Erfinder, will aus einem Gefühl der Unsicherheit und eigenen Unzulänglichkeiten heraus mit seinem Verbrechen Berühmtheit erlangen. Ja, geht uns das nicht allen so? Ich gleite da jetzt mal hin. Gehe hier hoch. Wenn ich über ihn hinweg gleite, dann ist das nicht gut, aber ich könnte mich ja vielleicht von der Kante da hängen lassen. Zum Beispiel so. Batman sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Ja, natürlich. Weil ihr ja so gefährlich seid. Geh mal bitte ein Stück weiter, weil ich habe jetzt Angst, hier gesehen zu werden. Ist die Frage, ob ich da so hochkomme oder ob mir der Lüftungsschacht eher was bringt. Ich entscheide mich mal für den Lüftungsschacht. Das erscheint mir in der Regel generell die bessere Wahl zu sein. Fehler machen. Ja, ich glaube fast, das ist so gut wie tot. Unser Kamerad. Jupp. Die Hauptbedrohung habe ich ausgeschaltet, aber die Geiseln sind immer noch in Gefahr. Na also, jetzt. Jetzt kann ich damit loslegen. Erinnert du mich an meine Alarmsignale? Er ist hier, ihr Idiot! Verhindert, dass er zu mir kommt! Jetzt machen wir hier mal kurz einen Prozess. Gefunden. Ja, was denn? Beweg dich doch. Komm schon, mach auf. Er ist ohnmächtig. Zack. Lass den hier. Und ich genauso. Ihr seid aber auch rappeldumm, ne? Leute. Rappeldumm. Und Drillinge. Joker wollte, dass der Eingang zur Titan-Produktionsstätte bewacht wird. Ich sollte Harleys Spur folgen, sodass ich ihn finden kann. Vielleicht solltest du erstmal mit den Leuten sprechen, die du gerade gerettet hast. Vielleicht haben die Hinweise für dich, du Knallkopf. Wobei, in dem Spiel war bisher noch nie jemand hier wirklich so hilfreich, den ich gerettet habe, oder? Tut mir leid. Ich dachte, ich arbeite für Dr. Young. Ich wusste nicht, dass Joker dahinter steckt, bis er ins Labor platzte. Wo ist das Labor? Geht zurück, ich komme immer durch. Es gibt eine versteckte Tür, aber naja, sie ist versteckt. Ich finde es. Bleib hier. Und du könntest mir nicht sagen, wo diese versteckte Tür ist, oder was? Du bist so nützlich wie ein Lutscher, der nach Scheiße schmeckt, weißt du das? Ich arbeite hier nur. Was bringt es mich zu töten? Nein, was macht er denn? Batman, er trägt diese Idioten nicht mehr und stürzt sich in den Tod. Ich wollte doch nur mit Lou Curtis sprechen. Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Ich vertrag keine Höhe. Oh yeah, toll. Da kann man noch mal das Tonband ein. Wir haben ihn gefunden.
Obwohl sie, der arme Mann, hätte sterben können. Ach ja. Ich merke gerade, man kann das Tonband auch hören. Wenn ich Charakterdingensbums gar nicht aufhab. Das ist ja ein heißes kleines Geheimnis. Aber wir haben das ja schon gehört. Deswegen machen wir das wieder aus. Dann können wir jetzt wieder zurücklaufen. Sind wir wieder zurück, aber... Ach, ich bin doch dumm. Natürlich, ich hatte doch hier die Harley Quinn-Dinger, Handabdrücke. Damit hätte ich die Tür sicherlich finden können, wenn ich nicht so dumm gewesen wäre. Krellkopf mir sagt, geh zurück, dann geh ich halt zurück, ne? Ah, das sieht mir doch nach einer Tür aus. Nö, nur eine Bombe. Ja, dann schärfen wir die mal. Es ist die Bombenzeit, kryptischer Sequenzerzeit. Bombenzeit. Und einer noch. Jupp. Haha. Unser Geheimlabor entdeckt hat. Da du schon so weit gekommen bist, zeige ich dir, was ich gewünscht habe. Euch geht, aber für mich sah diese Transformation ganz schön schmerzhaft aus. So. Mit der Wirbelsäule und so. Ich sehe nichts. Echt nicht die hellsten, ne?
ich nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Bam! Aber einer ist down. Und der zweite Erfolg zugleich. Oracle, ich habe die Titan-Produktionsstätte zerstört, aber Joker ist mit genug Titan entkommen, um uns Probleme zu bereiten. Genau, wenn man denkt, dass es nicht schlimmer kommen kann. Wir haben eine Venom-Pflanzenhybride benutzt, um den Titanstamm zu erschaffen. Die Pflanze ist der Schlüssel und es gibt nur einen auf Arkham Island, der mir helfen kann. Wieso denkst du, dass Ivy dir helfen wird? Wenn ihre Pflanzen in Gefahr sind, hört sie zu. Ich habe eine Probe ihrer Pheromonmerkmale gespeichert. Sie wird irgendwo im Garten sein. Ich finde sie. Ja, das heißt, wir müssen Poison Ivy finden. Erstmal suchen wir uns noch schnell ein Upgrade aus. Ja, ein dreifach Batarang. Und damit beenden wir erstmal wieder diesen Teil des Let's Plays. Und ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn ich mich dann auf die Suche nach Poison Ivy begebe. Eine Frau, die Sex mit Pflanzen hat. Ja. Gut, bis dahin sage ich wie immer, Hause Bause!